Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um eine Suchchallenge und zwar für den Monat November. Ich werde mir jetzt die Masken aus dem Monat November 2021 anschauen und gucken, was davon noch auf meinem Sub liegt. Und wenn noch was übrig sein sollte, werde ich es entweder dann lesen im November oder wenn es mehr als ein Buch sein sollte, dann brauche ich nur die Hälfte lesen. Und wenn nichts mehr auf meinem Sub liegen sollte, habe ich entweder die Wahl, aus meinem Subklass was zu ziehen. Oder ich setze den Monat aus. So, starten wir mal das Video. Das Video ist 10 Minuten lang, es geht also. Aber es gibt ein Video. Ja, ich bin also gespannt. Gone, ja. Von Michael Grant, Lügen. Das ist, glaube ich, der dritte Band der Reihe. Das ist sehr schön. Ich habe alle 6 Bände, die in Deutschland erschienen sind, von der Reihe gelesen. Und diese da für mich abgeschlossen. Also ja, ist gelesen. In der Reihe ist übrigens eine Jugendbuchreihe, in der es mehr oder minder um eine apokalyptische Welt geht, in der ja in einem bestimmten Bereich alle Erwachsenen von einem Tag zum anderen verschwinden und auch alle Jugendlichen über 15, glaube ich. Und nur noch die Kinder übrig bleiben und diese, ja, kämpfen dann ums Überleben und ja, versuchen herauszufinden, was passiert ist. Und einige dieser Kinder entwickeln auch noch besondere Fähigkeiten. Es hat also auch noch so ein bisschen eine übernatürliche Komponente. Es ist sehr, sehr actionreich, es ist sehr spannend. Es gibt immer einen Countdown, jedem Buch gibt es einen Countdown bis zu irgendeinem besonderen Ereignis. Es wird also nicht langweilig. Ja, also man kann natürlich alle 6 Bücher lesen und hat eine relativ spannende Reihe gelesen. Im Englischen gibt es uns noch, mehr Bände. Ich glaube, da gibt es so eine Art Sequel-Reihe, die dann noch anschließt, wobei hier der 6. Band schon ein richtiges Ende war. Deswegen war ich auch fein damit, da aufzuhören. Ich weiß nicht, ob ich die Folgebände nochmal hier lesen werde. Meistens sind die immer nicht so gut wie die erste Reihe. The Dragon Republic, yay! Von Erf Kuang. Ich glaube, das ist der 2. Band. Ja, diese Reihe, diese Ausgaben, ne, die waren ja so wunderschön. Ich liebte diese Cover. Ich habe die ganze Reihe verkauft. Das war tatsächlich eine Reihe, die für mich extrem überhyped war, weil ich fand sie tatsächlich nicht so richtig gut. Den ersten Band fand ich noch spannend, weil unsere Protagonistin dann ja, ihre Ausbildung beginnt in einer Schule. Das Ganze ist so ein asiatisches Setting, so chinesisches Mittelalter, keine Ahnung was. Es gibt Magie und so weiter und so fort. Und irgendwie schon am Ende des ersten Bandes ja, landen wir quasi im Kriegsgeschehen, weil da auch mögliche Reiche gegeneinander Kriegs führen. Und dieses Kriegsgemetzel hört einfach auch nicht mehr auf bis zum Ende der Trilogie. Es ist sehr blutig. Ich finde unsere Protagonistin auch nicht besonders sympathisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe so ein bisschen Gefühl, im Laufe der Reihe wird es immer irrer. es gibt noch so ein paar Aspekte, die mir auch nicht so richtig gefallen haben, aber das wird jetzt spoilern. Ja. Das Setting war schön, ich mochte aber weder die Charaktere noch die Story. Das ist dann teilweise ein bisschen wenig. Ich habe aber alle 3 Bände gelesen. Einfach um die Reihe für mich abzuschließen. Und ich habe ein Schweinegeld für diese Ausgaben ausgegeben, die auch alle gebraucht waren. Weil sie so schwer zu kriegen waren und war dann ziemlich enttäuscht. Deswegen durften sie auch schon wieder ausziehen. Ja, ich muss manche Reihen nicht in meinem Regal stehen haben. Wenn ich sie nicht gut fand, nur weil die Ausgaben so schön sind, das ist dann auch wieder ja, nicht wirklich sinnvoll. Tonic gelesen. Auch eine spannende Jugendbuchreihe von Ben Sanderson. Sci-Fi. Ich bin jetzt nicht beim letzten Band. Defined. Ich werde diese Reihe dieses Jahr endlich mal beenden. Wie man sieht, hatte ich den dritten Band. Das ist übrigens schon 2021. Ja. Das war's tatsächlich. Also kein Buch mehr auf meinen Sub. Ich würde sagen, ich setze dann den Monat November auch aus. Ich werde jetzt kein
Buch mal aus meinem Subplatz ziehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen.